Hallo. Burger gehen ja bekanntlich immer, aber diesmal habe ich eine Variante für euch. Und zwar ist das ein Ramen-Burger. Wie dieser funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, zeige ich euch jetzt. So, die Zutaten für den Ramen-Burger. Hier liegen jetzt nur 250 Gramm von den Ramen-Nudeln bzw. Instant-Nudeln, kennen wir von Instant-Suppen. Frühlingszwiebel, Rucola, 2 Teelöffel Sojasauce, 2 Teelöffel 5 Gewürzmischung, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Ingwer, Burgerpresse, ganz wichtig, 2 Eier, schon aufgeschlagen, ein bisschen Käse und 1 Kilo Gehacktes. Das war's an Zutaten. Kommen wir dann jetzt zur Zubereitung. So, kommen wir jetzt erstmal zum Gehackten. Und zwar die Gewürzmischung, die ich gerade erwähnt hatte. Einmal rein. Dann die 2 Teelöffel Sojasauce und alles schön durchmengen. Das mische ich jetzt hier, wie gesagt, durch. Mache dann später 120 Gramm jeweils pro Hamburger mit der Presse, die ich ja vorhin gezeigt habe. Und dann lege ich diese 120 Gramm Patties in den Kühlschrank, beziehungsweise könnt ihr auch in den Gefrierschrank machen, damit die kurz einmal anfrieren. Dann bleiben die auch schön saftig. Wenn das Ganze jetzt hier durchgemischt ist, lasse ich das noch so für 5 Minuten ziehen und dann forme ich die Patties davon. Kommen wir aber jetzt zu den Nudeln. So, die Ramen-Nudeln bzw. die Nudeln sind jetzt fertig. Laut Angaben von der Verpackung heißes Wasser drauf gießen, 5 Minuten ziehen lassen. Sind dennoch nicht fertig. Und zwar kommen wir dann jetzt zu den Ei. Das schütten wir da drüber und vermischen jetzt alles miteinander. Wichtig dabei ist auch, dass die Nudeln halt kalt sind. Und dass das Ei jetzt halt wirklich an jeden von dieser Nudeln halt drankommt. Es hat Folgendes zum Vorteil, und zwar wollen wir davon Patties, das heißt den Brotersatz, formen. Und dazu brauchen wir dann gleich auch nochmal die Burgerpresse, aber das zeige ich euch dann gleich. So, kommen wir dann jetzt zu dem Hamburger Brötchenersatz mit den Ramen-Nudeln. Dazu braucht ihr eine Burgerpresse, die füllt ihr mit den Nudeln, die wir vorher mit dem Ei zusammengemischt haben, und zwar sehr voll, richtig voll. Pressen wir dann zusammen, kann ruhig so großzügig gefüllt sein. Ich glaube, ich mache in der Mitte noch ein bisschen. Was dazu auch unabdingbar ist, und zwar ist das Frischhaltefolie, einfach zusammenklappen, so, da auch zusammenklappen, so dass es einen geschlossenen Bereich gibt. Und dann einfach einmal kurz die Presse betätigen, das heißt die Presse drauf machen, etwas runterdrücken, das quillt an der Seite ein bisschen raus, ist nicht schlimm. Und dann habt ihr so ein Patty. Der kommt jetzt in den Gefrierschrank für circa 10 Minuten, dann kann sich das Ei nämlich noch in der Zeit noch binden und dann haben wir ein Hamburger Brötchenersatz. So, und die 20 Minuten sind jetzt rum. Wir haben jetzt die Patties bzw. die Ramen-Nudeln sind schön angefrostet, einfach so auf den Grill drauf. Jetzt 2 Stück, weil wir die ja als Brötchenersatz nehmen wollen und grillen die jetzt ganz normal an. Deckel drauf, so ich sag mal pro Seite 1,5 Minuten. So, die 1,5 Minuten sind fertig, sind jetzt auch etwas breiter geworden. Ist aber normal in dem Fall, aber wenn man es so betrachtet, ist ein schöner Bun geworden. Da können wir jetzt gleich die Hamburger drauf machen. Hamburger ist ein gutes Stichwort. Dazu kommen wir nämlich jetzt. So, die Nudeln sind fertig. Jetzt kommen wir zum Hamburger Grillen. Das brauche ich euch großartig nicht erklären. Von jeder Seite circa 3 Minuten. Und mit anschließenden Toppings. Aber zum Topping, das zeige ich euch dann gleich. So, die 6 Minuten sind rum. Umgedreht ist alles bereits erledigt. Was wir jetzt machen, und zwar ein Topping, und zwar aus den Frühlingszwiebeln, die ihr aus den Zutaten noch kennt. Bisschen Frühlingszwiebeln drüber und dann den geriebenen Käse als Topping oben drüber, damit das schön zerschmilzt. Und sobald das dann geschmolzen ist, kommen wir dann zum Zusammenbauen. So, ist jetzt alles soweit fertig. Hier unten liegt die erste Nudel, Patty bzw. Brotersatz. Bisschen Rucola drauf.
ruhig großzügig. Dann kommen wir jetzt hier einmal zu einer Soße. Das ist eine Soße und zwar zusammengestellt aus 2 Teelöffel Teriyaki-Soße und 2 Teelöffel Hoisin-Soße. Die verteilen wir jetzt hier einmal auf den Rucola. Dann kommt der Patty drauf. Wie ihr schön sehen könnt, der Käse verlaufen. Darauf jetzt auch nochmal ein bisschen von der Soße. Könnt ihr euch so ein bisschen verteilen. Und darauf der Deckel. So, das war sie also, die Zubereitung von dem Ramen-Burger. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Sofern euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Schaut für weitere Tipps und Tricks auf meinen Blog nach auf tobias.grill.de.